Amerika bei Bozach und als ihr Bozachs Geschenk gibtet, für den lieben Leuten hier. So was. Danke. Sehr nett. Ja, das bedeutet für mich natürlich jetzt wieder mal, dass ich das Graffiti entfernen muss. So, das ärgert mich natürlich ein bisschen, weil eigentlich hatte ich heute nicht vor, irgendwelche Sachen hier Schmierereien zu korrigieren. Ich hasse Graffiti, oder das ist ja auch kein Graffiti, es ist ja wirklich nur Schmiererei. Und ich meine, warum? Ich meine, wir geben uns so eine Mühe mit so einer Tür. Ja, wir ziehen die ab komplett, das wird gespachtelt, ja, alle, dann wird das neu lackiert und dann wird es einfach übergeschmiert und das kotzt mich sowas von an. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Warum macht man denn das? Ich meine, das hat doch hier eh keinen Sinn. Ich mach's doch gleich wieder weg, weil ich bin doch nicht so ein Assi und lass mir meine eigene Haustür beschmiert. Das geht nicht. Das muss ordentlich aussehen, versteht ihr das? Also lass doch die Scheiße bleiben. Mann, mich kotzt das an, echt. So, also dazu brauchen wir natürlich eine Tüte Benzin und einen Lappen und dann ist das auch schon wieder erledigt und dann stinkt das alles wieder hier ewig. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass ich heute jetzt hier gerade nun wieder hier bin, dann hätten sie auch hier ihre Räder abholen können. Also es ist total bescheuert. Mich ärgert das wirklich. Ja, wir wollten ja noch zwei Leute die Räder abholen kommen. Ich habe gesagt, ich bin auf keinen Fall im Laden. Hatte ich auch nicht vor. Kommst hier vorbei und dann ist so eine Scheiße, das ärgert mich. Mann, ey. Mann, ey. Ah. So, Lappen brauchen wir, ja. Das mache ich mal schnell. Das geht mir so auf den Sack, ey. Dieser ganze Quatsch. Scheiße. Ich spreche hier mal die Tür an, weißt du, Alter, ich bin Ghetto. Ihr seid assi, Fickfotzen, ey. Tut mir leid. Nicht gut drauf zu sprechen und so was. Glaubt ihr denn wirklich, ich laste so? Glaubt ihr im Ernst, ich laste? Mann, so muss das aber sehen. Mann, echt, ey. So, vergesst das, macht das nicht nochmal. Das ärgert mich wirklich. Scheiße, echt. Na okay, liebe Leute, das war's für heute. So, was soll ich sagen? Ich schneide jetzt kurz dieses Graffiti-Ex-Video. Wieder mal zum dritten Mal in diesem Jahr oder vierten Mal haben wir Graffiti an der Tür. Das ist halt
nicht schön. Was soll ich dazu sagen, ne? Überlegt selber mal, ob ihr das toll finden würdet, an eurer Tür sowas zu haben. Und wenn ihr da ein Klingelschild hängen habt, auf dem steht, dass ihr da wohnt, ist das in Ordnung. Da müsst ihr das nicht noch daneben hinschmieren. Hier, Ghetto und ich und so. Ist doch totaler Quatsch, totaler Assi-Kram. Und ich meine, ich bewundere echt die Leute, die richtig gut mit einer Sprühdose umgehen können. Da gibt es ja wirklich Künstler und so weiter auch. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun. Mit solchen Sachen, da fährt man sich nicht Respekt ein, sondern da fährt man sich nur Ärger ein. Also das sollte wirklich ein bisschen überdacht werden, ob man so was weitermacht oder ob das nur so Kinderstreiche bleiben oder so, weil das ist doch total bescheuert. Und vor allem, warum zieht diese kleine Streifentür euch immer an? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also ist das. Wie gesagt, ich mach's, hab's. Weggemacht wieder mal. Hat ja nicht lange gedauert, aber es ärgert mich trotzdem. Und dann auch noch heute, wo ich andere Sachen zu tun habe. Jetzt stehe ich hier und schneide noch das Video. Aber so bin ich nun mal, ne? Also, wir sehen uns dann wieder vielleicht morgen. Mal schauen. Was heißt vielleicht? Da bestimmt lade ich morgen auch noch ein Video hoch. Und dann, ja, alle Tüte. Ich gehe jetzt ein bisschen feiern gleich, ne? Also, bis dann. Ciao.